Hallo Lieben und willkommen zu diesem Video. Dieses Video dreht sich um das Thema Produktivität-Hacks. Produktivität ist ja heutzutage ein sehr wichtiges Thema, egal was man beruflich macht, ob man angestellt ist oder selbstständig ist und auch egal, wo man arbeitet. Und im Moment sind wir in einer Situation, wo die meisten von uns weltweit zu Hause arbeiten müssen. Und da ist es umso wichtiger, besonders produktiv zu sein. Dazu habe ich allerdings zwei Anmerkungen. Die erste Anmerkung ist, dass diese Produktivität-Hacks, die ich euch heute erzählen werde, natürlich sehr individuell sind. Also, es hängt sehr davon ab, was für euch passt. Ich gebe euch noch nur ein paar Tipps und Hacks, die mir zurzeit helfen. Und die zweite Anmerkung ist, dass ich natürlich auch kein Meister in Produktivität bin. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert und probiere immer noch Sachen aus und werde mit euch dann die Sachen teilen, die mir zurzeit besonders gut helfen. Der erste Tipp in Sachen Produktivität ist tatsächlich Sport am Morgen. Und ja, ich schaffe es natürlich nicht jeden Morgen, vor allem wenn man drei kleine Kinder zu Hause hat. Aber ich merke, dass wenn ich Sport morgens mache, nach dem Aufstehen, und es ist, reicht sogar, wenn ich nur 10 Minuten Sport mache, es muss keine ganze Stunde sein, dann merke ich einfach, dass ich viel fitter und viel produktiver während des Tages bin. Und es wurde ja auch nachgewiesen, dass Sport auch Produktivität fördert. Der zweite Tipp ist etwas, was ich auch bereits ausprobiert habe und immer wieder versuche, das einzubauen. Und zwar ist das eine Art Deep Work heißt es, glaube ich. Also man arbeitet in sogenannten Schichten oder Einheiten, zum Beispiel 30, 40 Minuten am Stück. Dann macht man eine Pause und arbeitet wieder 30, 40 Minuten am Stück. Und ich kann euch sagen, ich habe sogar mit einem Coach das mal gemacht, mal das ausprobiert. Man muss das Telefon, am besten auch Internet ausmachen und tatsächlich diese 30, 40 Minuten sich komplett auf die Sache, die man machen möchte, fokussieren. Und ich habe in dieser Session gemerkt, dass ich produktiver war als zwei Tage, sag mal, normale Arbeit. Der dritte Tipp ist, einen Stundenplan zu machen. Und ich meine natürlich nicht eine Art Stundenplan, wie wir das aus der Schule kennen, sondern einfach eine ungefähre Auflistung, was man am Tag machen möchte. Natürlich solltet ihr auch versuchen zu schauen, zu welchen Stunden ihr besonders produktiv seid. Und genau zu den Stunden natürlich auch die komplexeren Aufgaben euch da einteilen. Was mir auch hilft, ihr kennt das wahrscheinlich, man hat so eine Liste an wirklich wichtigen Sachen, schiebt das aber irgendwie den ganzen Tag vor sich her und denkt dann am Ende des Tages, warum habe ich diese dringende Mail nicht rausgeschickt. Deswegen versuche ich zum Beispiel, die dringenden Sachen gleich am Anfang zu erledigen, dass sie schon mal vom Tisch sind und dann hat man auch was geschafft und man hat die wirklich dringenden Sachen auch gemacht und dann gehe ich zu den anderen Sachen über. Nummer 5, und da geht es eigentlich darum, dass ihr geduldig mit euch selbst seid, und das versuche ich natürlich auch. Geduldig im Sinne von, es gibt ja gute Tage, wo man irgendwie gute Laune hat, es ist schönes Wetter, man ist produktiv, man hat vielleicht Sport gemacht, irgendwie läuft das alles auch mit der Arbeit gut, und mal hat man auch schlechte Tage, wo man einfach irgendwie gar keine Lust hat, irgendwas zu machen, und man ist irgendwie schlecht drauf, vielleicht ist irgendwas passiert, und an solchen Tagen solltet ihr einfach geduldig mit euch sein und euch nicht stressen. Einfach mal sagen, okay, ich setze mich jetzt ein bisschen auf die Couch. Natürlich ist das schwieriger, wenn man irgendwelche Deadlines hat, aber meine Erfahrung zumindest ist, dass das eigentlich nichts bringt, sich selbst sozusagen drüber hinaus zu pushen, wenn man einen schlechten Tag hat. Tipp Nummer 6,
wozu mache ich das alles? Was ist das Ziel von meinem Projekt, von meiner Aufgabe, von meiner Arbeit? Und mir fällt es einfach einfacher, Aufgaben zu machen, wenn ich weiß, was sozusagen das Ziel von diesem Projekt, von dieser Aufgabe ist. Und ich bin dementsprechend auch produktiver. Jetzt kommen wir zum Tipp für Produktivität Nummer 7. Und ich habe das benannt, Social Media Posts eher abends. Allerdings muss es nicht unbedingt abends sein, sondern was schon sinnvoll ist und produktiv ist, wenn ihr solche Sachen wie Social Media Posts auf eine bestimmte Uhrzeit legt. Also entweder ihr macht das zum Beispiel morgens nach ein paar wichtigen Mails oder nach der Mittagspause oder eben abends. Also dass ihr nicht während des Tages Sachen postet, was mir auch manchmal passiert. Aber es macht natürlich insgesamt den Tag unproduktiver, wenn man immer mal zwischendurch mal was postet, dann wieder checkt, aha, welche Reaktionen gibt es darauf. Das ist ja, so ein Tipp, da arbeite ich auch noch dran. Tipp Nummer 8, aufräumen am Anfang. Und damit meine ich natürlich nicht irgendwie, dass der ganze Arbeitsplatz und Zimmer komplett wie ausgeleckt sein soll, sondern dass es einigermaßen aufgeräumt ist, der Tisch, dass nicht irgendwie 1000 Millionen Sachen irgendwie rumliegen. Ja, das wurde auch schon in einigen Untersuchungen nachgewiesen, dass das stört und unproduktiv macht. Natürlich gibt es auch Menschen, die sozusagen in so einem kreativen Chaos besser arbeiten. Und ich glaube aber, dass die meisten Menschen sich durch Chaos am Arbeitsplatz eher stören lassen. Tipp Nummer 9 ist Apps. Mir helfen Apps auf jeden Fall sehr. Ich verwende sehr viele verschiedene Apps. Mein Vorschlag wäre einfach, probiert verschiedene Apps aus. Es gibt ja so eine ganze Kategorie Produktivität bei den Apps und schaut einfach, was euch gefällt, was eure Produktivität fördert. Ob das jetzt verschiedene Kalender-Apps sind, da habe ich auch einige ausprobiert, ob das jetzt To-Do-Apps sind, ja, oder eben halt Apps, die zum Beispiel die Teamarbeit erleichtern, da gibt es ja auch einige. Probiert es einfach aus und schaut, was euch gefällt. Das Einzige, was ich euch raten würde, ist, nicht zu viele Apps zu verwenden. Und Tipp Nummer 10. Kreative und administrative Arbeit abwechseln. Und das ist mir wirklich aufgefallen bei meinem letzten Projekt, wo ich teilweise Stunden, teilweise tagelang nur organisatorische Arbeit gemacht habe. Und ich irgendwann gemerkt habe, dass ich einfach immer unproduktiver wurde, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, nur Organisationsarbeit zu machen. Das heißt, man sollte schon, gerade wenn man jetzt ein kreativer Mensch ist, aber ich glaube, das gilt für die meisten Menschen, man sollte abwechseln. Ich hoffe, dass euch der eine oder andere Tipp gefallen hat, dass ihr das eine oder andere ausprobiert und natürlich hoffe ich umso mehr, dass euch das ein oder andere hilft, produktiver zu sein und wir sehen uns bei dem nächsten Video.